Irgendwo in meiner Kaffeetasse für diese Aufnahme hat sich ein Krümel versteckt und wenn du Glück hast, dann verschlucke ich mich in diesem Video heute daran. Aber das ist nicht Doras, das ist nicht, wonach es in diesem Video hier geht. Oh Gott, mein Deutsch ist gerade ganz schrecklich. Eisenrad EX, Basis-Pokémon, 220 Leben vom Typ Stahl und hat nur einen Angriff, zwei Stahlenergien, ein farblos, Eisenpanzerrolle, 150 Schaden. Nachdem du Schaden zugefügt hast, kannst du alle Energiekapseln aus der Zukunft von diesem Pokémon auf den Ablagestapel legen. Wenn du das machst, werden diesem Pokémon während des nächsten Zuges deines Gegners, durch Attacken 150 Schadenspunkte weniger zugefügt. Ich kann lesen. Großartig. Wie spielen wir denn das Ganze? Und zwar haben wir hier Miraidon. Wir spielen es über Miraidon Höchstbeschleunigung, weil es halt auch ein Zukunftspokémon ist. Auch Eisenhaupt der Ex, um den Schaden ein bisschen zu boosten. Noch ein strahlendes Quajazzo, um Karten ziehen zu können. Ich habe einen Prime Catcher drin, also einen erstklassigen Fänger. Als Astklasse-Karte auch hier noch ein Vollmetalllabor. Befehl vom Boss, damit es ein bisschen, damit das halt eben auch ein bisschen mehr aushält. Deswegen Vollmetalllabor, ne? Und dann ist natürlich die Kombi, dass wir ja diese Energiekapsel aus der Zukunft insgesamt viermal im Deck haben. Macht ja auch mehr Schaden und wir können es kostenlos zurückziehen, das Pokémon. Aber wir legen die Kapseln ja ab. Die Frage ist bloß, wie kriegen wir die Kapseln dann wieder ins Deck und wie kriegen wir sie da wieder raus? Momentan gibt es auch die Möglichkeit, über Roxanas Backup das zu spielen, weil da kann man auch eine Pokémon-Ausrüstung aus dem Ablagestapel ins Deck wieder mischen. Und mit dem guten Stadtgeschäft kann man sich natürlich die Pokémon-Ausrüstung raussuchen. Darüber probieren wir es, ob das Ganze funktioniert. Die Deckliste ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, dann, dann guckt einfach rein und schreibt mir gerne konstruktive Kritik. Ab ins Match. Wir brauchen halt eben den ganz normalen Start, dass wir das Miraidon haben plus eine Energie. Ob wir das hinkriegen, schauen wir mal. Mein Gegner hat den Münzwurf gewonnen und will als erster dran sein oder als zweiter. Ich bin als erster dran, das ist doof. Das heißt, er will angreifen. Vielleicht haben wir auch ein Zukunftsdeck, gegen das wir hier spielen. Das ist nicht cool. Das ist eigentlich wirklich nicht die Variante, die ich gerne hätte. Aber so ist es nun mal. Ah, guck mal hier. Genau. Er hat nämlich genau das, was ich mir gedacht habe. Ist die Frage, geben wir ihm die Energie? Schafft er das, erste Runde zu besiegen? 40, 60, Tacker. 1, 2, 3, 4 wären 60, 100 und dann die Energiekapsel. Also da müsste schon einiges passieren, damit er es schafft. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Kann auch gut sein, dass es funktioniert. Für uns ist es auf jeden Fall von Vorteil, dass er hier mit Eisenhand EX beginnt. So, das ist natürlich schon schlecht. Ah, ein Boss. Okay. Tech-Radar. Je nachdem. Ach, jetzt legt er den Boss ab. Interessant. Aber ist es der Boss, den er... Ja, ist es der Boss, den er halt eben gewählt hat, ne? Da ist ein Eisenhaupt. Er muss noch sein Eisenhand zurückziehen. Noch ein Tech-Radar. Ich bin gespannt. Das Gute ist, wir haben nächste Runde einen Pepper. Das finde ich sehr interessant. Warum die Energiekapsel ablegen, wenn man damit das Eisenhand kostenlos zurückziehen kann. Aber vielleicht hat er auch keine Energie. Das kann auch sein. Da sind zwei Eisenhaupts. Ja, Nummer 1, Nummer 2. Und das Startgeschäft. Gut, damit kann er sich jetzt raussuchen. Wenn er jetzt noch eine Energie auf der Hand hat, dann hat er natürlich alles das, was er braucht. Das Gute ist aber, jetzt habe ich auch das Startgeschäft. Zack. Und ich gehe dann mal von aus, dass er jetzt... Na, hast du eine Energie? Hat er nicht. Er hat keine Energie. Aber er hat unten zwei Elektro dafür. Das kann man halt eben mal machen. Aber eine Forschung hat er! Meine Güte, ist das gut gezogen. Meine Güte, ist das ein Zuckerstart. Ist das ein Zuckerstart, Leute? Ja, kann man so sagen.
Guck mal da. Du hast alle Energien, die du brauchst für Eisenhand. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Aber witzigerweise macht er mir nur 100, weil er keine Energiekapsel hat. Ja. 60 und ich bräuchte 3. Komme ich an 3, ist die Frage. Ich komme auf jeden Fall an 2. Oh, und er spielt das mit Psycho, dass der andere tatsächlich sogar genutzt werden kann. Dass ich da. Ach, Mann, ey. Wie gehen wir über das Kaijutsu? Haben wir denn ein Kaijutsu überhaupt? Haben wir. Okay. Das und eine Energiekapsel. Wir müssen Karten ziehen, Leute. Vielleicht kriegen wir die Karten, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Wenn wir ein Tech-Radar ziehen, ist praktisch. Wenn nicht, dann halt nicht. Hey, sehr gut. Trotzdem, glaube ich, reicht es nicht aus, ne? Das ist, glaube ich, schade, aber ich glaube, es ist so, dass ich der Meinung bin, dass es trotzdem nicht reicht. Was hat das eigentlich für eine Schwäche? Kampf. Also irrelevant in dem Sinne. Ich überlege gerade, ob ich ihm das Stadtgeschäft wegsauge, wisst ihr? Und ich glaube, das will ich nämlich tun. Dass er sich nicht sein letztes raussuchen kann. Ja, und dann gehen wir halt eben nur für 60. Das ist aber nicht so schlimm. Ob wir nun 60 oder 100 Damage machen, ist egal. Und dann gucken wir mal, was er macht. Schauen wir mal, was er macht. Unten die Elektroenergie, okay. Und einen Pepper hat er. Er ist von einer Trainerkarte in die nächste gerutscht. Ich leider nicht. Ich habe den schlechteren Start erwischt. Er spielt aber auch das einfachere Deck, muss man auch dazu sagen. Nicht so einfach, das Eisenrad da so fertig zu machen. Ich mache jetzt 170 plus zwei mögliche wären, die machen nur 20 mehr, ne? Ja, 170, 210. Jetzt saugt er mir tatsächlich meins weg. Das ist bitter. Aber das ist okay. Also, das ist bitter, aber ist okay. Ja, guter Satz, Phil. Es ist okay in dem Sinne, weil wir ein Stadtgeschäft haben. Er hat aber auch schon. Bei 3 ist halt die Frage, ob er sein viertes in den Preiskarten hat oder nicht. Wir müssen hoffen, dass wir mit dem strahlenden Kaijutsu sowas Gutes ziehen. Ist wichtig. Schauen wir mal. Enigmara. Ja.
So. So. Kann man machen, ne? Startgeschäft. Dann wieder eine Kapsel rausholen. Kapsel ran. Enigmara. Lassen wir mal den letzten frei. Weil besiegen werden wir den ja eh. Und der 10. Booms. Und ja, das möchten wir. So, das heißt, wir kriegen jetzt 150 Schaden weniger. Was sehr praktisch ist. So, wen nimmt er rein? Den. Was macht denn der eigentlich nochmal hier mit seinem Angriff? Achso, er macht Bankschaden, 150. Das kann man machen. Schaden. Und da ist noch ein Eisenhand. Noch ein Koraidon. Ja. Das wird ja nicht einfach, ne? Elektrischer Generator funktioniert einfach zu gut. Guck mal, er hat jetzt übrigens mit 3 elektrischen Generatoren, hat er 5 Energien bekommen. Muss da auch erstmal hinkriegen. Ich bin der Meinung, dass ich trotzdem jetzt seinen Eisenhand one-shotten kann. Ich lege den. Energiekapsel. Und dann mache ich 170. 190, 210, 230. Boah, aber ich mache auch wie viel? Ich mache 230. Dann wäre das ja auch nicht schlecht, ne? 170, 190, 210, 230. Der muss weg. Und dann müssen wir nämlich die Kapsel nicht mal ablegen. Weil er es danach nicht besiegen kann. Uff. Nein, möchte ich nicht. Bums. Deckradar und Tauschwagen. So, er könnte jetzt das Miraidon spielen, Energie anlegen. Interessant, dass er den nach vorne legt. Weil er weiß, dass ich den jetzt besiege. Außer er holt sich seine letzte Kapsel raus, die er hat, natürlich. Okay. Und dann legt er mir vielleicht einen One-Prizer nach vorne, ne? Eine Energiekapsel hat er nicht mehr. Aber was holt er sich mit dem Nestball, ist die Frage. Das Mew, ja, auch eine Variante. Das wäre auch... Vielleicht sollte ich statt dem Strahlenden das Mew einfach reinnehmen. Wieso hat er 2 Kapseln da? Er hatte doch schon 2 weg. Also 3, dachte ich eigentlich. Und ich dachte, er hatte 2 weg, Leute. 3 weg, dachte ich.
Okay, aber er schenkt mir jetzt einen Tube Prizer. Wir könnten den Spielen ablegen. Wir spielen mal das Backup. Den. Und wieder rein. Ich weiß jetzt nicht, warum er mir jetzt den Pooprizer schenkt. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Und dann legen wir es ab, damit wir nicht so viel Schaden bekommen. Boah, wir haben den erstklassigen Fänger, Leute. Das könnte unser Sieg sein. So, mein Pokémon kriegt jetzt 150 weniger Schaden. Energiesuche, ja. Er macht mir also 0 Schaden. Er kann nur Energie aufladen. Wenn er den jetzt vorne drin lässt. Und damit ist es eigentlich durch, ne? Selbst wenn er jetzt jemanden anderen reinlegt. Die sind alle, die kriegen alle genug. Durch Stadtgeschäft kriege ich halt die Ding. So, jetzt muss ich tauschen. Nehmen wir den. Ist okay. Weil wenn er den besiegt, was er jetzt 60, 80, 100, was er tut. Nee, was er nicht tut. Dann können wir auch einfach eine Energie anlegen und zurückziehen. Ach, brauchen wir gar nicht. Wir haben einen erstklassigen Fänger. Erstklassiger Fänger, Mew reinlegen, Eisenrad EX reinlegen. Also alle Möglichkeiten, die wir brauchen hier. Ja, und das war's damit. Am Anfang habe ich das ein bisschen schwieriger gesehen. Aber dadurch gewinnen wir jetzt. Ne, wir können es mit dem Stadtgeschäft. Können wir uns tatsächlich die eine Kapsel rausholen, die wir uns gerade reingemischt haben. Legen dem die an. Erstklassigen Fänger. Mew rein. Eisenrad rein. Und 230 Schaden. Ja. Cool. Nächste Runde. So, kriegen wir das, was wir wollen? Leider nicht. Mein Gegner hat den Würzwurf entschieden. Im besten Fall sind wir Zweiter. Ja. Und haben natürlich jetzt auch noch eine Starthand, die wir gebrauchen können. Einmal das. Da ist das Miraidon. Ja, wir haben tatsächlich sehr viel, was wir brauchen. Mein Gegner fängt ja an, ne? Bitte auch meine Hand nicht wegmischen. Dann können wir es auch einfach so hier lassen. Und dann geben wir ihm so wenige Informationen wie möglich. Aber wir haben tatsächlich eine volle Bank. 1, 2, 3, 4. Na gut, 1 könnten wir noch spielen. Aber dann können wir tatsächlich schon Mew nutzen. Mal gucken, was das für ein Deck ist. Eine Karte möchten wir nachziehen. Boah, ein Tekradar auch noch. Oh, ein Nicht-Meta-Deck. Cool. Pipi. Du entwickelst dich zu Pixie. Du hast jetzt mal eine Aktivation. Kannst du für jedes Pipi auf der Bank dein Deck nach einer Karte suchen und sie an jedes Pipi anlöschen. Anlegen. Okay. Und was macht der Angriff? Ah, für jeder an alle deine Pokémon 20 Energien. Okay. 20 Schaden. Das ist cool. Oh Gott, er hat das Mimikmai X abgelegt. Ja, okay. Also wir haben hier eine sehr einfache Kontervariante drin, fällt mir mal gerade auf. Ne? Wir brauchen bloß ein Mimikmai hier. Und dann kontert uns das raus. Also ich meine, wir können damit wir können damit Miraidon angreifen. Stimmt ja gar nicht. Erzähle Quatsch.
Aber ein krasser erster Zug, ne? Dass er jetzt alles hier hat, was er braucht. Oh, spielt das mit Espo irgendwas? Das kann gut sein. Toll. Jetzt wirklich alles das, was wir hier brauchen. Können wir auch so machen. Erst beispielen. Und dann ist halt die Frage, bei den kleinen Pokémon brauchen wir, glaube ich, bloß 2 Kobaliums. Da können wir eigentlich noch ein Eisenrad nehmen. Machen so. Und dann ist die Frage, ob wir Techradar spielen. Und einfach nichts raussuchen. Und dann mit Mew 3 frische Karten ziehen. Und das ist tatsächlich nämlich praktisch. Aber will ich meinem Gegner frische Handkarten geben? Er hat ja auch nur 2 da. Ich glaube, ich möchte ihm die gar nicht geben. Ich glaube, ich möchte einfach nur angreifen. Die erste Preiskarte nehmen. Und dann ein Eisenrad 2 Energien anlegen. Ja, ich glaube, das ist okay. Wir bräuchten jetzt langsam ein Stadtgeschäft oder halt mal eine Energiekapsel aus der Zukunft. Da war kein Krümel. So, und er hat das Mew nach vorne gepackt. Kann er mit Genom-Hacking kann er angreifen? Ja. Kann aber auch zurückziehen. Macht mir 140 Schaden. Warum? Ach, er hat den zweiten Angriff genommen, ne? Ja, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt das ziehen, was wir brauchen. Wir brauchen eine Energie. Lol. Diesmal nehmen wir einfach die Miraidons. Er hat halt 4 Karten, ne? Wir sind jetzt schon bei 190. Na perfekt, dann lassen wir es. Dann gebe ich ihm nicht 2 Karten mehr. Jetzt schon bei 190, also 2 Preiskarten. Nochmal 2 Energien. Und tatsächlich gar nicht so viel Energien. Also jetzt ganz praktisch. Jetzt könnten wir ab der nächsten Runde... Na, oder müssen wir Enigmara spielen? Schenken wir ihm ein Stadtgeschäft? Er hat schließlich auch einen Dummy-Tier V. Könnte auch sein, dass da ein... dass sich da noch ein Waldsiegelstein hinter verbirgt und wieder irgendeine Karte aus dem Deck raussuchen, kann natürlich auch nervig sein. Aber ich könnte ja auch mal langsam mit meiner Kombination anfangen, ne? Eigentlich alles das, was ich brauche. Nur, dass ich jetzt halt eben an meine Ausrüstungskarten rankommen muss. Ein Heldenmantel. 320 Schaden. Leben. Ganz schön viel. Aber er kann auch so viel nicht machen, ne? Ah, guck mal, da kommt selber eine Enigmara. Da hat sich das also schon erledigt. Er hat tatsächlich besser gezogen. Ah, und jetzt kann er die ganzen Energien nehmen. Ja. Ja, das ist eine interessante Kombi. Macht er mir Schaden? Macht er mir so viel Schaden, dass ich besiegt werde? Nein, macht er nicht. Okay. Ich will mal meine ganzen Handkarten loswerden. Oh, ich habe keine Trainerkarte. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber wir haben einen Pepper gezogen und ein Pepper ist genau das, was wir brauchen. Denn dann können wir das rausholen. Und was brauchen wir noch? Ein Tauschwagen wahrscheinlich, ne?
Obwohl, eigentlich eher den erstklassigen Fänger. Nehmen wir den mit. So. Machen wir so. Ödgefäß. Und dann ziehen wir den zurück. Machen dem erstmal Schaden hier. 80. Bups. Noch ganze 2 Energien. Das ist natürlich auch witzig. Wir bräuchten eigentlich einen Nirgendwo-Sauger. Ach Gott, den hätte ich ja auch nehmen können, ne? Er legt mir Mew rein? Wirklich? Du bist ja nice. Geht das eigentlich immer? Einmal während deines Zuges. Ah, okay. Okay, legt er den ab und jetzt kommt Zeopatra, ne? Energieumschalter. Oh, was sagt das nochmal? Ah, ich muss mir jetzt erstmal gleich durchlesen, was das nochmal sagt. Solange dieses Pokémon aktiv ist, wird sich die Kosten der aktiven des Gegners. Genau, okay. Aber das machen wir jetzt ja eh nicht. Auch das Mew reinlegen können, ne? Wäre schlauer gewesen. So, noch eine Karte ziehen. Jopp, Enigmara nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Vielleicht nochmal den oder jetzt hier. Ich glaube ihn. Machen wir 230. Und ich glaube, wir legen die nicht ab, weil er macht uns eh genug Schaden. Egal, ob wir die ablegen oder nicht, ne? Ich hab's jetzt nicht ausgerechnet, aber ich leg sie trotzdem ab. Ich hab's nicht ausgerechnet, keine Ahnung. Vielleicht macht er trotzdem genug Schaden. Aber wir haben tatsächlich eine Energiekapsel gezogen. Das ist auch praktisch. Boss, ne? Wir brauchen einfach jetzt in der Situation brauchen wir nur noch einen Boss. Ob wir den kriegen? Keine Ahnung. Oh, und die Kosten erhöhen sich da auch noch. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr. Jetzt brauchen wir noch ein Stadiongeschäft. Das ist viel zu viel. Das könnte jetzt unser Untergang sein, Leute. Das könnte jetzt der Untergang sein. Und es reicht leider genau aus. Schade. Schade, schade. Für die eine Energie mehr, ne? Legen wir erstmal den rein. Wie machen wir es, Leute? Pepper. Was könnten wir mit einem Pepper kriegen? Nirgendwo Sauger. Aber wir brauchen ja auch noch Energien. Ein Boss.
brauchen also im Endeffekt viel zu viel und vor allem kann ich dann einfach nicht angreifen. Das ist ein Problem. Wie viel macht er? Geht für jede an beide aktive. Achso. Also 30. Die sagt er für die an beide aktive 30 Schadenspunkte mehr zu 30. 60, 90, 120, 150 könnte er machen, ne? Lassen wir mal liegen. In der Hoffnung, dass er den jetzt nicht besiegen kann. Doppelturbo. Ah, okay. Na gut, okay. Es reicht also mit dem aus. Schade. Schade. Aber es ist egal. Er hätte es jetzt mit jedem geschafft. Also er hätte jetzt auch, egal wen ich jetzt reingelegt hätte, er hätte trotzdem jeden besiegt. Haben wir also das Match verloren. Er ist noch ein bisschen toxisch und zeigte noch die beiden Daumen nach oben. Aber dann ist es halt so. War, denke ich, trotzdem ein knappes Match. Und ja, wir sind ja mal eine andere Variante gefahren. Schreibt mir gerne, was ihr von Eisenrad EX haltet. Man merkt klar, es ist kein Meta-Deck, aber trotzdem eigentlich ganz spaßig mit der Tankiness. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.